was bisher geschah. Wie wir in der vergangenen Woche gehört haben, ist Samuel über viele Jahre im Stammesverband der Israeliten als Richter vorgestanden. Durch Höchst und Tiefs, während Krieg und während Friedenszeiten. Aber die Israeliten wollten sein wie die anderen Völker. Sie haben anstelle von Richtern und Propheten einen König willen. Und so hat Gott den Samuel beauftragt, einen Mann zum König zu salben. Natürlich war es nicht einfach für ihn, aber treu wie immer hat er das gemacht. Wie schwer ihm das wohl gefallen muss sein. Und ja, es ist auch nicht wirklich gut rausgekommen. Denn schon nach kurzer Zeit hat Samuel den Auftrag bekommen, um selbst zu verkünden, dass er als König abgesetzt ist. Weil er Gott nicht gehorcht hat. Und damit fängt eine neue Ära an. In der Geschichte von Israel. Der Samuel lässt nämlich einen Hirtenbub zum König. Der David, der Sohn vom Isai. Ja, und der David, der ist weltberühmt. Zumindest der, den ich euch hier im Bild mitgebracht habe. Die einen von euch haben den David vielleicht auch schon gesehen. Das ist eigentlich ein Hirtenbub, aber gleichzeitig auch eine der berühmtesten Statuen der Welt. Ich glaube, wir haben die hier, den Michelangelo, habe ich mir sagen lassen, hat die gemacht. Jetzt bin ich gerade verwirrt, weil sie noch nicht da ist. Ich glaube, sie müsste nächstens kommen, weil sonst ist... Ihr wisst wahrscheinlich, wen ich meine. Wer von euch hat die schon gesehen? Sie steht in Florenz. Ich habe sie leider nur schon auf Bilder gesehen. Ich bin selber noch nie... da ist sie ja. Und ich habe extra die zensurierte Version mitgenommen. Ich habe gemerkt, es gibt da ein paar Bilder, die könnten Anstoss erregen. Aber der David ist weltberühmt. Und gleichzeitig fängt seine Geschichte so unspektakulär an. Unscheinbar ein Hirtenbub, fast übersehen, wird dann zum Sinnbild von der heutigen Schönheitskultur, wenn man so das will auch sehen. Und gerade unter Männern ist ja das auch ein Thema, dass man irgendwie gut muss aussehen, trainieren und so weiter. Und der David von Michelangelo, das ist so die perfekte Ausgestaltung vom männlichen Körper. Und sicher auch eines der grössten Kunstwerke in der Weltgeschichte, wenn es um so plastische Kunst geht. Aber die Geschichte fängt anders an. Der Samuel geht fast eher widerwillig in das Dorf, wo die Familie von Isai wohnt, und hat den Auftrag von Gott bekommen. Wir haben ja gehört in dieser Serie, er hat eben die Stimme von Gott besonders gut gehört und war ein Mann gewesen, der auch das Herz offen gehabt für die Stimme. Und geht dann dorthin und muss einen König salben. Und jetzt, das lesen wir so selbstverständlich, aber der Widerwille ist mir aufgefallen. Und ehrlich gesagt ist es verständlich, weil wir müssen uns bewusst sein, der Saul war immer noch König gewesen. Also eigentlich reden wir da von einem regelrechten Aufstand, den Samuel da musste anzetteln. Mit so einer speziellen rituellen Handlung, nämlich von der Salbung. Und die von euch, die, ich nehme zwar an, als gute Christen, haben ihr Game of Thrones noch nie gesehen. Die von euch, die eine Ahnung haben von Game of Thrones, die sieht man so die Aufstände und Kämpfe und wie denn das alles kann kommen, wenn da so plötzlich einfach irgendwo etwas Neues gekürt wird und die Machtkämpfe, die da entstehen können. Und ich denke, der Samuel hat im Herzen auch den Zwiespalt gehabt, hey, was passiert wohl, wenn ich da jetzt jemanden salbe? Da hat es ja schon einen König und den habe auch ich gesalbt. Und am Schluss produziere ich einen Krieg oder was? Also so ein bisschen, es gibt ein Verständnis für das. Es waren wilde Zeiten in Israel, in einer Zeit. Und dann kommt Samuel zu dieser Familie, im gewissen, wahrscheinlich Widerwillen innerlich. Und dann ist spannend, was passiert. Und ich möchte euch mitnehmen in den Text, Kapitel 16 vom 1. Samuel, ab Vers 6. Als Isai und seine Söhne eintrafen, fiel Samuels Blick sofort auf Eliab. Und er dachte, das ist bestimmt der, den der Herr als König auserwählt hat. Doch der Herr sagte zu ihm, lass dich von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Er ist es nicht. Denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist es wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Und ich will schon mal das erste Mal innehalten und so eine Reflexion in unser Leben nehmen und finde das spannend. Also wenn wir vorher das wunderschöne Bild gesehen haben von David, ich stelle mir vor, der Eliab hätte so ausgesehen, nicht der David. Perfekt, oder? Das ist, der Samuel ist gekommen, schaut dem an und seine Augen haben ihm gesagt, das ist er. Aber zum Glück ist er ein Mann gewesen, der die Stimme von Gott gehört hat. Und er hat wahrgenommen, dass Gott sagt, nein, es ist er nicht. Und wie oft geht es dir und mir so, dass wir nach unseren Augen urteilen? Nach unserem ersten Blick. Wir sehen Sachen und wir verurteilen, wir vorverurteilen. Wir haben einen Blick für etwas und in uns hinein geht sofort eine Folge von Gedanken los und es ist alles klar. Aber zum Glück hat der Samuel Gottes Stimme gehört. Und so die Frage an dich und an mich, wo der Text uns auch stellen kann, ist, was leitet uns?
Ist es nur immer unser Blick, das, was wir sehen, das, was wir wahrnehmen, das, was unsere Augen uns sagen? Oder ist es auch das Ohr, wo sich danach sehnt und wo sich ausstreckt, die Stimme von Gott wirklich zu hören? Und ehrlich gesagt, gerade auch in dieser Zeit, wo Meinungen umgeworfen werden, wo so schnell etwas gesagt ist, geschrieben ist, glaubt ich, wenn wir es arbeiten würden, und da rede ich zu mir selber, aber auch zu euch allen, unser Ohr Richtung Himmel zu richten und sagen, was sagst denn du Gott über dem? Dann könnte das uns wirklich helfen. Jetzt, das ist mega einfach gesagt, wie trainieren wir das? Ich denke, es geht dabei um Zeit im Gebet, uns Zeit zu nehmen, uns um Gott zu kreisen, uns als Personen an ihm ausrichten, irgendwie in die Beziehung einkommen. Und das sieht wieder für jeden anders aus, ob in der Stille, ob im Gespräch, ob voraussehen, in der Aktion oder mehr im sich zurücknehmen und sich besinnen. Aber so dich vor Gott stellen und in die Beziehung gehen und dein Herz sich an ihm hingeben und sagen, lass mich hören, das, was du sagst, hilf meinen Augen tiefer zu sehen. Ich denke, das sind so Ansätze. Der Samuel hat es zum Glück geschafft in dieser Story. Und dann hat er gesagt, ja, nein, das ist nicht, also bring mir den Nächsten. Und dann ist es spannend. Es passiert einfach wieder und wieder das Gleiche bei allen sieben Söhnen. Er denkt bei jedem Nächsten, ah, das ist ihn, aber Gott sagt, nein, es ist ihn im Fall noch nicht. Ja, es ist ihn, aber nein, das ist ihn noch nicht. Und so kommen alle sieben Söhne, ziehen am Samuel vorbei und dann ist irgendwie das Problem da, weil Gott hat immer gesagt, nein. Und dann sagt er, ja, aber gibt es denn da noch einen mehr? Isai, gibt es da noch einen? Und der Isai sagt, ja, einen gibt es schon noch, aber das ist der Jüngste. Der Hirtenbub, der ist auf dem Feld. Und in dem Moment sehen wir jetzt, wie der Schlüssel reinkommt, dass Samuel Gottes Stimme wohl auch durch sein Leben lang wahrgenommen hat. Und er sagt, hey, Moment, du musst den holen, du musst ihn bringen. Und das ist ein Wendepunkt in dieser Geschichte, dass der David geholt wird vom Feld. Und man hätte nie gedacht, dass der Teenager-Bub irgendeine Rolle spielen könnte. Und ich denke nicht, dass er so ausgesehen hat wie der David von Michelangelo. Und so wird der Jüngste, der Schafhirt, der Minderjährige, der, den man nie als König gesehen hätte, wird gesalbt zum König. Und eigentlich ist das eine Berufungsgeschichte. Und wir werden heute uns darum Gedanken über Berufung machen. Es geht um die Berufung von David in das Amt hier. Und die Berufung von David zu einem Mann, der die Weltgeschichte prägt hat. Auch weiter raus als Christentum. Man kennt den Begriff von David. Er hat Kunst, Welt prägt am Ende. Es geht um eine grosse Berufungsgeschichte. Und es geht darum, dass Gott andere Maßstäbe hat als Menschen. Und so möchte ich euch kurz in einem Schnelldurchlauf weiternehmen auf dieser Geschichte. Der David, der kommt dann nämlich plötzlich mal an den Hof vom Saul. Aber auf Umwegen. Weil der Saul, der hat emotionale Verstimmungen. Heute würde man wohl auch von Depressionen reden. Also er kämpft immer wieder auch mit seinem Inneren. Und dabei hat er Wutausbrüche. Und man beratet ihn und sagt, du brauchst etwas, was dich beruhigt. Und so sucht man nach talentierten Musikern. Und der David wird als Harfenspieler an den Hof geholt. Und ich vermute mal, der Saul hat ihn nicht einmal als Blickes gewürdigt, weder noch irgendwie gewusst, wer das ist, aber der hat einfach an dem Hof ab und zu gespielt und es heisst, der Saul hat das beruhigt. Gleichzeitig ist er aber Hirtenbub geblieben. Und wir sehen dann eigentlich, wo die Geschichte weitergeht, dass er auf dem Feld ist. Und der Vater ruft ihn, weil seine Brüder, die wirklich stark waren, die sind ein weiteres Mal, wie wir auch schon gesehen haben, in einer Schlacht mit dem Heer vom Saul. Sie waren genug alt, um zu kämpfen. Und sie sind an einem Tal gestanden, auf der einen Seite von dem Talabhang. Ich stelle mir das jüdische Gebirge vor, oder? Wenn ihr auch schon da seid, oder dann gönnt im nächsten Jahr, dann werdet ihr es alle sehen. Dann kann man sich das gut vorstellen. Und auf der anderen Seite ist das Heer der Philister gelagert. Und der David wird gerufen als eben der Kleine, der Brüder, oder? Der mal muss schauen muss, Laufbursche vom Vater. Und es heisst, geh du mal ins Heer. Erstens, verpflegt deine Brüder, dass sie nicht schlecht wegkommen in dieser Armee. Und zweitens, schau mal, wie es um sie steht und bricht ihnen und schickt ihnen Grüße und bringt Grüße zurück. Und so geht der David zu dem Heer vom Saul. Der Saul mit seiner Armee steht gelagert. Und was er dann antrifft, ist interessant. Also er trifft die Schlachtaufstellung oder die Belagerungszustände. Und es heisst, dass das schon seit über einem Monat angedauert hat, 40 Tage. Und er kommt dorthin und er merkt, die Stimmung ist bedrückt. Die haben alle Angst. Und zwar ist das der Grund der, dass da jeweils ein besonderer Mann von den Philister hervortritt. Und ihr alle wisst, wie er heisst. Das ist der berühmte Goliath. Ein Ries. Die Bibel berichtet uns, wie er ausgesehen hat. Und es heisst, er war knapp 3 Meter gross gewesen. Ich habe mich mal informiert. Es ist tatsächlich realistisch, dass das so war. Man kennt Menschen, die so gross geworden sind aufgrund von Knochenfunden. Also es ist möglich, dass das so ein grosser Mann war. Knapp 3 Meter gross. Sein Brustpanzer hat 60 Kilo gewogen. Und
Und das ist wohl das Bezeichnendste. Sein Speer war so dick wie ein Weberbaum. Einfach, ihr könnt euch etwa ein Bild machen, oder? Ein Weberbaum ist das, ich habe mich belehren lassen, das ist der Balken, der oben an einem Webstuhl ist. Ich weiss nicht, ob es da in der Spinnerei auch so Sachen hatten. Aber das ist ein gewaltiger Baum, den man gezimmert hat. Und der wird hier so beschrieben, dass sein Speer so dick war. Und er ist rausgetreten und hat Verleumdungen dem Volk von Israel zugerufen. Er hat Gott gelästert und er hat sich klein gemacht. Ihr wisst, dass verbaler Kampf ist sehr, sehr wichtig. Kennt man im Sport, Trash-Talk. Da kommt dann ein bisschen etwas. Und das macht etwas mit einem. Und vielleicht jetzt geht auch wieder eine Pause. Ich glaube, wir alle, wir haben zum Glück keine Schlachten, obwohl es am Ahrtal auch zwei Hänge hätte. Und obwohl du das Oberland ja sowieso ein Hügelgebiet ist, aber die Schlachten kennen wir nicht mehr. Und ich vermute selten, dass wenn du gehst arbeiten und morgen oder aufstehst, dass dir so ein Riesen entgegensteht und dich anfängt zu verlästern und beschimpfen. Aber es gibt andere Riesen in unserem Leben. Und vielleicht ist es die Geschichte, die Joni am Anfang erwähnt hat. Es ist vielleicht der Reis, der im Spiegel steht und dir zuruft, du siehst nicht gut aus. Es ist vielleicht der Reis, der dir einredet und dir zuruft und sagt, weißt du was, deine Situation ist hoffnungslos. Es ist der Reis, der dir Angst macht und sagt, deine finanzielle Versorgung, die wird im Fall bald zu Ende sein. Es ist der Reis, der dir und deinem Partner, deiner Partnerin zuruft, eure Ehe ist im Fall so am, da gibt es nichts mehr zu retten. Es sind die Reisen in unserem Leben und ich glaube, jeder von uns kennt die. Es gibt Riesen in unserem Alltag, die uns herausfordern und die lästern uns und die rufen uns ins Gesicht diese Sachen zu. Und ganz ehrlich, das macht uns fertig. Mich macht es manchmal fertig. Und das sind meine Kämpfe im Alltag, die ich kenne. Wo es um unsere Identität geht, wo es um unser Innerste geht, wo es um die Herausforderungen geht, die uns angetragen werden. Um familiäre Herausforderungen, vielleicht mit den Kindern, vielleicht mit Leuten in deiner Verwandtschaft, vielleicht mit deinen Eltern. Wo du denkst, das ist hoffnungslos. Wo du keinen Ausweg mehr siehst. Vielleicht kennst du so Riesen und hab doch solche auch im Hinterkopf jetzt. Und dann kommt die Geschichte, die uns berichtet wird und ich finde, sie ist ein richtig gehendes Kontrastprogramm. Bei der Wäschmaschine kannst du das nicht einstellen, kannst schon ein Programm oder ein Sportprogramm, aber das ist jetzt ein Kontrastprogramm. Und ich möchte euch mitnehmen auf ein paar Kontraste in dieser Geschichte, wo mir so aufgefallen sind beim Lesen. Der erste ist der Angst versus Furchtlosigkeit. Wir sehen den David, wenn er in das Lager hineinkommt. Und der Saul und seine Soldaten, das heisst, sie haben Angst gehabt vor dem Goliath. Und zwar ab dem ersten Tag. Schon seit 40 Tagen lästert er. Und ich denke, das war eine grosse Verunsicherung. Die waren nicht mehr friedlich am Kartenspielen. Sondern die sind wohl eher so ein bisschen angespannt. Und so, hey, was, wenn der Chef irgendwann sagt, einer von uns muss gehen. Dem entgegen. Und da war wahrscheinlich eine grosse Anspannung herum. Und der David erscheint uns als sehr furchtlos und im ersten Moment so hinten rum, weil er stellt so ein paar Fragen und er kommt dann zu der her und sagt so ein bisschen, Entschuldigung, kann mir jemand sagen, was ist denn die Belohnung für den, der da gegen den riesigen Kampf zieht? Und es heisst, er hat das nicht mal seinen Brüdern gesagt, sondern so im Heer herum erzählt. Jetzt müsst ihr euch das vorstellen. Und die Brüder, die sind steinhässig geworden. Und so verständlich, jetzt kommt da der kleine Pinsel, der Knirps, läuft an und stellt so Fragen. Und sie ist so ein bisschen, jetzt im Ernst, willst du in diesen Kampf ziehen? Und die Brüder hören das und weisen ihn zurecht und sagen, hey, heb den Laden. Das ist im Fall eine ernste Geschichte hier. Aber wir sehen, wenn er es ernst meint und er sagt dann auch, keiner soll sich wegen dem einschüchtern lassen. Und später äußert er sich auch dem Saul gegenüber, wo er dann vor der Saul gebracht wird, ganz offen und sagt, hey, ich mach's. Und seine Haltung irritiert in dem Moment. Aber es ist, weil der David weiss, dass er jemanden bei sich hat. Und es ist der Gott, der uns durch die Bibel durch immer wieder zuruft, fürcht dich nicht. Fürcht dich nicht. Und jetzt, oder, mit Angst ist so eine Sache. Angst ist nicht per se nur schlecht. Angst ist eine Reaktion oder ist ein Zustand, der etwas in uns auslöst, zu unserem Schutz. Alles gut. Aber Angst ist auch zu definieren. Und dann auch wieder einzuordnen und sagen, okay, daher kommt die Angst hat ihre Grenzen und ich schaue sie von außen an. Aber wenn sie alles anfängt einzunehmen, dann passiert etwas, sie lähmt dich. Angst führt immer zu Lähmung. Angst, Furcht lähmt dich. Furcht führt dazu, dass du nicht mehr handlungsfähig bist, wenn die Furcht übernimmt, wenn sie dich absolut beeinflusst. Und somit ist es wichtig, die Furcht anzuschauen und ernst zu nehmen, aber dann auch irgendwo deren wieder einen Rahmen zu geben und anfangen, Vergleich zu stellen. Ja, gegen was steht denn die Furcht? Und was habe ich denn für Möglichkeiten da drin? Das ist so etwas, was wir daraus herausnehmen aus dem Kontrast. Wenn du merkst, du bist gelähmt vor Furcht, geh die Angst an. Schau sie an und nimm sie ins Licht von der Bibel, von den Wahrheiten der Bibel. Stell gegenüber, was denn da dich dazu bringen könnte, keine Furcht zu haben. Der David hat das gemacht. Und das Zweite ist, wenn du in deiner Berufung anfängst zu laufen, wie das der David macht, dann kann das manchmal Menschen irritieren.
Das kann sein, dass ein paar sagen, hey, jetzt wirklich ernsthaft du. Und ich will dir Mut machen. Und ich weiss, das kann man jetzt auch wieder gefährlich werden, wenn du dann einfach wild und frei losziehst, zu dem kommen wir noch. Aber mal in erster Linie, ja, wenn du in der Berufung anfängst zu laufen, wird es Menschen geben um dich herum, die den Kopf schütteln. Die sagen, hey, ganz ehrlich, du traust dir noch zu viel zu. Ich denke, das können wir aus dem Kontrast rausnehmen. Ein zweiter Kontrast sind zwei Personen, der Saul und der David. Sie werden uns so kontrastreich präsentiert. Der Saul, und zwar geht es da um den Blick, den er hat. Der Saul hat den Blick auf den David, wo der David kommt und sagt, ich könnte mir vorstellen, in den Kampf zu ziehen. Und er sagt ihm, ganz ehrlich, du siehst noch aus wie ein Kind. Du bist noch fast ein Kind. Also eigentlich hat er gemeint, das ist so, einfach zum nicht gerade so zu schroff sein. Oder eigentlich sagt er, du bist ein Kind. Und du kannst sicher nicht in den Kampf gegen einen Reis. Und er folgert daraus heraus, weil seine Augen haben ihm etwas gezeigt, wieder der Blick, den er hat. Er folgert daraus heraus, das ist unmöglich. Du kannst nicht. Es verunmöglicht etwas. Und der David sieht in sich aber etwas anderes. Der David sieht in sich nicht ein Kind, obwohl er noch eins ist. Man kann annehmen, er war maximal ein Teenager gewesen. Obwohl er noch eins ist, sieht er das nicht. Er sieht in sich jemanden, der mit Löwen und Bären gekämpft hat, wie uns der Text berichtet. Und er sagt das dem Saul mutig. Und ich habe mich dann auch da ein bisschen schlau gemacht. Und man redet da wohl vom syrischen Braunbär, der in dieser Region ansässig war, ist, immer noch ist. Und die Teiler können tatsächlich bis 260 cm gross werden und 500 Kilo schwer. Also es ist etwa im Vergleich oder, zu dem Goliath. Und der David weiss, dass er das schon gemeistert hat, dass er das gemacht hat. Und sein Blick ist anders. Und da möchte ich daraus folgern, eine falsche Sicht, falscher Blick verunmöglicht wieder Sachen. Für den Saul ist klar, es ist unmöglich. Aber wer seine Identität kennt, der weiss, was er kann. Die Identität zu kennen ist entscheidend. Wir werden gerade beim nächsten Kontrast noch viel mehr auf die Identität kommen. Der David weiss, was er kann. Er kennt seine Begabungen. Und das ist ein Teil der Identität. Das ist die Gabe, die wir bekommen haben. Und aufgrund von dem wagt er sich. Und so kommen wir zum dritten Kontrast. Es sind nochmal zwei Menschen. Es ist der Goliath und der David. Und da geht es auch um ihren Blick und ihre Sicht. Und ich finde es spannend, wie es dann weitergeht. Weil für den Goliath ist es genau gleich. Der David zieht dann in den Kampf. Und der Goliath sieht einen gefetten Schüler da hinlaufen. Und jetzt ist krass, was passiert. Eigentlich könnt ihr ja sagen, du, den haue ich mit links weg, mit dem kleinen Finger einmal so machen und der ist fort. Aber was interessant ist, ist, ihm tritt der David entgegen und der David sieht in sich wieder nicht den gefetten Schüler und das Kind und den halbwüchsigen Teenager, sondern er sieht sich als ein Mann mit der Hilfe vom Herrn, Vers 37. Und in dieser Selbstverständlichkeit und in diesem Bewusstsein tritt er dem Goliath entgegen und in diesem Auftritt passiert etwas mit dem Goliath. Dem Goliath seine falsche Sicherheit, seine Identität, die er sich geholt hat, aus dem, wie er aussieht und wie er ist, wird wie so wie ein Ballon zerplatzt. Von so einem kleinen Bub. Und der Goliath fängt an, sich selber zu sehen. Und was sagt er? Bin ich eigentlich ein Hund? Seine Identität fängt sich an zu wandeln. Er hinterfragt sich selber. Ich lese das da rein. Bin ich eigentlich ein Hund, dass ihr mir ein Kind entgegenschickt? Da höre ich nichts mehr von. Ich höre nur noch so. Ein Hund? Sind der Letzte? Und Goliath, seine Identität wird durch den Kontrast mit dem David geschwächt, während der David weiß, wer er ist, weil er seine Identität kennt. Ich bin der mit der Hilfe vom Herrn. Und wie schon erwähnt, ist das eine Geschichte von einer Berufung, die davor liegt, vor diesem Kontrast. Und das ist entscheidend. Wenn der David nicht berufen gewesen wäre, ich glaube, es könnte eine recht katastrophale Geschichte werden. Weil es ist ein ganz schmaler Grat zwischen Mut und Dummheit. Es ist ein ganz schmaler Grat zwischen Selbstüberschätzung und Wahnsinn. Und der David hat ihn gefunden. Aber es ist wohl auf der Kippe gestanden. Aber er wusste, wer er ist. Er war berufen. Weil der David berufen war, hat Gott ihn brauchen. Für die Berufung hat er nichts machen. Das ist passiert. Er ist gesalbt worden. Für das kannst du nichts machen, das ist Gottes Teil. Aber er konnte etwas machen, dass er weiss, wer er ist. Seine Identität kennt, seine Begabungen kennt. Das ist sein Teil. Er hat seine Fähigkeiten können einordnen. Wir werden noch drauf kommen, von wo er die hatte, nämlich vom Feld. Vom Hirtenbub sein. Und hat sich darum nicht überschätzt. Und das ist wichtig. Für die Berufung hat er nichts dafür können. Aber für das er gewusst hat, wer er ist. Für das er sich selber im richtigen Licht wahrgenommen hat. Und das will ich dir zurufen. Du kannst dich nicht berufen. Aber du kannst dich vor Gott stellen, wie schon am Anfang gesagt,
und anfange in seinem Licht dich anzuschauen, dich kennenlernen, deine Begabungen kennenlernen, das, was er über dir denkt, kennenlernen, seine Gedanken. Das ist dein Teil. Und so landen wir jetzt bei dieser Berufungssache. Und ich möchte das ein paar Gedanken euch weitergeben. Und zuerst ist das Wichtigste, beruf dich nicht selber. Bitte beruf dich nicht selber. Der David hat sich nicht selber berufen. Berufung löst ja unter uns Nachfolger von Jesus, Christen, wie man uns auch nennt, Gläubigen, ja oft auch so ein bisschen Fragen aus. Ja, wie finde ich sie denn? Oder so ein bisschen die Neidhaltung, hey, der hat irgendwie seine Berufung gefunden, aber ich nicht. Ich bin schon so lange im Glauben unterwegs. Ich höre sie nicht. Wieso beruft Gott andere und mich nicht? Und ich denke, eine der grössten Gefahren in diesen Fragen ist die, dass man die Abkürzung von der Selbstberufung nimmt. Dass man sich anfängt, selber zu berufen. Das heisst, anfängt, die Sachen nie drängen, die gar nicht dran sind. Türen versucht, selber aufzustossen, die eigentlich verschlossen sind. Anderen nacheifern aus falschem Motiv, vielleicht nicht. Und das sind Abkürzungen von der Selbstberufung. Ja, vielleicht müsste mir ja Gott manchmal ein bisschen helfen, dass er sieht, was er eigentlich ja mal noch in mich eingepflanzt hat. Das ist ein heikler Weg. Und ich will den heute überhaupt nicht promoten. Beruf dich nicht selber. Der David war gesalbt. Und Salbung ist ein Akt der Legitimation. Der Priester oder der Prophet haben gesalbt. Im Auftrag von Gott. Das ist so, wie das Alte Testament verstanden hat. Es ist eigentlich ein Akt der Berufung, der Befähigung. Und im Fall von David ist die sogar bestätigt worden, weil es heisst nämlich, der Geist von Gott ist über ihn gekommen. Und Gott hat das wie in dieser Form bestätigt, dass er ein Gesalbter ist, ein Erfüllter von Gottes Geist. Und dann noch spannend, vielleicht ein Blick ins Neue Testament, der Messias ist der Gesalbte. Und wenn ich mir so denke, welche Verantwortung, dass mit der Berufung von Jesus, mit dem Gesalbten von Jesus einhergegangen ist, dann ist schon besser. Du berufst dich nicht selber, weil du musst nachher die Verantwortung ertragen von dieser Berufung. Und darum ruft er heute zu, harr auf Gott, such deine Identität bei ihm, aber beruf dich nicht selber. Das ist für mich eines der wichtigsten Prinzipien von meinem Leben. Ich habe schon viel darüber geredet und sage ich auch immer in meinem Umfeld, ich berufe mich nie selber. Ich will mich nicht selber berufen. Und jetzt denkst du vielleicht also gut, die alte Leier wieder, dann bin ich halt einer von diesen Unberufenen, eine von diesen Unberufenen. Und jetzt habe ich eine gute Nachricht für dich. Im Gegenzug will ich heute da vorne stehen und sagen, du und ich, wir alle sind berufen. Jeder von uns ist berufen. Und ich weise heute gern uns alle auf diese Berufung hin. Wenn Jesus dich in seine Nachfolge gerufen hat, irgendwann mal auf deinem Lebensweg, dann hat er dich berufen. Er gesagt, folge mir noch. Das ist eine Berufung. Wenn Jesus dir irgendwann gesagt hat, schenk mir dein Herz. Wenn du an den Punkt gekommen bist, wo es dich drängt hat zu dem, dann bist du berufen. Und mir hilft dabei das Bild von dieser Pyramide, von der Berufungspyramide. Und man könnte sie aber auch eigentlich vergleichen mit dem berühmten Vergleichsbild, das man für ganz viele Sachen nehmen kann, mit einem Eisberg, der da so im Wasser schwimmt. Und da wäre das Wasser, oder? Und jetzt die Eigenheiten vom Eisberg sind die, dass ein Eisberg nur 15% über der Wasseroberfläche hat. Und darunter liegen dann 85%. Für die Schnellrechner, genau. 10-15% von einem Eisberg schauen oben aus dem Wasser. Und das sieht spektakulär aus. Leck sind die Bilder schön. Menschen reisen im Fall kilometerweise, um so Bilder zu machen. Steffi, ich weiss nicht, ob auch schon, aber für sie vielleicht auch mal reisen, so Eislandschaften, oder? Dabei liegen 85-90% von diesen Eisbergen unter dem Wasser. Und die Berufungspyramide soll genau das aufzeigen. Und für mich ist das Bild so hilfreich. Ich glaube, es gibt Grundberufung in unserem Leben und da ist jeder von uns berufen und das ist die Berufung, die heisst, folge mir nach. Oder man könnte sie auch anders ausdrücken in den Worten von Jesus und ich habe den Vers aus Matthäus eingeblendet. Er zitiert das berühmteste Gebot, Matthäus Kapitel 22, ab Vers 37, wenn ich es richtig sehe. Ich muss daran schon ablesen, weil ich doch auswendig und nicht so gut bin. Jesus antwortete ihm, einer Frage von einem Pharisäer auf das höchste Gebot. Du sollst den Herr, deinen Gott, lieben von ganzem Herz, mit ganzer Hingabe und mit dem ganzen Verstand. Und ebenso wichtig ist das Zweite. Lieb deinen Mitmensch wie dich selber. Also da unten haben wir die Liebe. Das ist nochmal der Rote. Und das ist unsere Grundberufung. Die Liebe zu Gott. Und zu unseren Mitmenschen. Nächsten.
Man könnte jetzt das da noch leicht unterteilen, oder? Aber ich glaube, was da drin steckt, ist erstens die berufliche Beziehung mit Gott. Wir sind geschaffen für das. Adam und Eva sind geschaffen worden zum Beziehen mit Gott. Das ist unsere Berufung. Als Menschen, als Schöpfung sind wir berufen in die Beziehung mit Gott. Und Jesus drückt das aus und sagt, lieb Gott von ganzem Herz, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand, mit deinem ganzen Sein, mit allem, was du bist. Und als zweites, lieb deinen Nächsten wie dich selber. Dummerweise ist dein Nächster der dich anpflanzt ist und nicht der, den du auswählst. Dummerweise ist dein Nächster dein Ehepartner, der dich stresst. Dummerweise ist dein Nächster dein Chef, dein Mitarbeiter, dein Untergebener. Dummerweise ist dein Nächster der Ungeimpfte oder der Geimpfte. Dummerweise ist dein Nächster die Menschen, die um dich herum sind, der Samariter, würde Jesus sagen. Der Samariter ist dein Nächster oder eben umgekehrt macht er das Bild, der Israelit für den Jude, für den Samariter. Und wir sind berufen, das zu leben. Und wenn du das machst, dann laufst du 100% in deiner Berufung. Und bitte sag nie mehr, du bist nicht berufen. Das ist der Wunsch von Gott über dein und mein Leben. Aber weißt du was? Das sieht niemand. Weil das ist auf dem Weideplatz von deinem Alltag. Das ist auf den Weiden, wo die Leute und die Wölfe im Zürich Oberland ziehen, sie manchmal durch, wo die Wölfe kommen, oder? Und die Schafe kommen reissen. Und du bist in der Nacht unterwegs und niemand sieht es. Du musst extra in Small Group erzählen, dass du im Fall wieder etwas Gutes gemacht hast. Sonst sieht es niemand. Wenn du es ganz schlau machst, bringst du es mehr so in Form von einer Gebetsanliegen, dann merkt man auch, wie gut du bist. Das ist so der indirekte Weg, aber es ist entscheidend. Aber es sieht es niemand. Es ist dort, wo die Hände dreckig werden. Aber Gott interessiert den Teil. Der ist für ihn viel wichtiger. Und dann gibt es da oben die spezifischen Berufungen. Und an die glaube ich auch. Ich habe das Fenster auf, ich habe einen Freund gehabt, wo ich 20 war, oder einen Freund. Ein Mann, der mit mir zusammen eine Jüngerschaftsschule gemacht hat, der war auch knapp über 20. Sie hat noch nicht mal studiert oder ist gerade am Anfang Architektur studieren. Und er hat gesagt, ich glaube, Gott hat mich gerufen, um in Afrika ein Kinderheim zu bauen. Und ich meine, ich habe so gefunden, wow, das ist jetzt mal so ein Berufener. Und hey, krass ist das. Ein paar Jahre später hat sie das Studium fertig gemacht, nachher in England. Und tatsächlich, es gibt Bilder auf Facebook von dem Kinderheim, das er gezeichnet hat, hat einen Verein gegründet, hat das gemacht. Gott beruft Menschen mit ganz spezifischen Aufträgen. Und an das glaube ich. Aber was ich nicht glaube, ist, dass es immer nur die sind. Ich glaube, da unten steckt immer ein riesen Eisberg. Und wenn du ein kleiner treu bist, dann kann Gott dir Grosses anvertrauen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, sogar das langt eigentlich schon. Weil da unten hat so viele spezifische Aufträge auch schon drin, die so wichtig sind. Und dann gibt es manchmal Momente. Das kann sein für ein Leben lang. Das kann sein, dass du als Kind schon einen Ruf hörst und der über deinem Leben wird stehen. Das kann aber auch manchmal für eine Saison sein, für gewisse Monate, für ein paar Jahre, wo du da oben dann eine spezifische Berufung hast. Und die erlebst du besser aus, wenn du sie hast. Aber sie wird dir etwas kosten, sie wird dich anschiessen, sie wird dich nicht immer nur freudig stimmen. Das ist meistens auch so. Das Krasse ist einfach, wir sehen bei den anderen Menschen immer noch die. Und lange Zeit habe ich immer gedacht, wenn du wirklich ein krasser Christ bist und dann noch Leitungsperson, dann musst du irgendwo da oben etwas auszuweisen haben. Das ist so der grosse Moment, dann, wenn Gott irgendwie so mit der hörbaren Stimme ruft. Ich habe es einfach noch nie erlebt. Aber was ich erlebe, ist, dass er mir sagt, Dani, lieb mich als allererst. Setz mich an erste Stelle und lieb den Nächsten wie dich selber. Und daraus wachsen zu Punkten oben. Da oben sind die Town Villages, oder, die dann da stehen. Krasse Projekte. Ich will das nicht geringreden, ihr versteht mich. Aber das alles fängt da unten an. Das ist auch das Zeugnis, dass die Menschen, die meistens so Berufung haben, wohl da unten, irgendwo das Herz am richtigen Ort haben. Meine Ermutigung für dich heute ist, lass dich brauchen von Gott, dort wo du bist. In deinem Alltag, du bist berufen. Der David hat die Grundberufung trainiert, auf dem Weideplatz von seinem Alltag. Und ich glaube später noch etwa die, auf seiner Flucht im Kampf mit dem Saul. Und im Suchen nach diesen spezifischen Berufungen geht manchmal die Grundberufung vergessen. Und so bist du treu im Kleinen. Und wer dort treu ist, dem wird Grosses anvertraut werden. Dort, wo du deine Schafe hütest, dort, wo es dich jetzt herausfordert. Es ist der Ort, wo dein Charakter geschliffen wird und deine Berufung reift oder für die nächste spezifische Berufung du vorbereitet wirst. Darum bleib dran. Und so möchte ich schliessen mit dem Gedanken von der fremden Rüstungen. Ich habe euch nämlich eine Zwischenstory verheimlicht. Bevor dann der David in den Kampf zieht, hat sich der Saul endlich überzeugen lassen und sagt so, okay, gut, dann gang du. Ein Hirtenbub mehr oder weniger. Spielt ja nicht so eine Rolle. Und dann ist spannend, was er macht. Er sagt nämlich dann, also komm, ich gebe dir meine Rüstung. Leg meine Rüstung an. Und er wird dann da so bildhaft beschrieben, eigenhändig hat er ihm den Helm aus Bronze aufgesetzt. Der Königshelm. Der hat schon besonders genug schwer sein, einfach weil es der Königshelm ist, oder? Und dann hat er ihm den Brustpanzer angelegt. Und dann hat der David selber natürlich gedacht, wow, krass, ja, ein bisschen wie der König, oder? Ich meine, Samuel hat mir einmal noch gesalbt, einfach im Saul nichts sagen, aber
Und dann hat er den Gürtel genommen und gemerkt, wow, das hat gar kein Loch, das ich ihn reintun kann mit dem Schwert, oder? Das passt gar nicht. Und dann hat er mühsam, das heisst, mühsam hat er versucht, einige Schritte zu gehen. Weil er hat noch nie vorher eine Rüstung getragen. Und dann hat er die Erkenntnis. Und er sagt, das geht nicht. Ich kann mich da drin nicht bewegen. Und er hat die Rüstung wieder abgezogen. Stattdessen hat er den Hirtenstock genommen und seine Steine schleudern. Er hat 5 flache Kieselsteine aus einem Bach gesammelt und hat sie in seine Hirtentasche genommen. Mit dem Stock und der Schleuder in der Hand ist er auf den Ries zugeschritten. Und ich denke, dann, wenn unsere Grundberufung und spezifische Berufung in Frage gestellt ist, ist die Gefahr gross, dass wir uns mit fremden Rüstungen selber berufen, befähigen, in etwas eindrängen. Und es ist eine Gefahr, dass wir fremde Rüstungen anlegen. Aber mit denen kommst du nicht vorwärts. Du wirst gelähmt sein und auch stillstehen. Das kommt nicht gut. Mögliche fremde Rüstungen sind so Vorbilder und ihre Methoden. Du denkst, wow, das möchte ich auch. Und manchmal ist Kopieren schon gut. Aber ich glaube, wenn Gott etwas anderes in dich gepflanzt hat, dann bringt er das nichts. Weil du musst dich sein, das, was er in dir sieht. Aufgesetzte Verhaltensweisen. Vielleicht so Verhalten, die dir eigentlich gar nicht passen. So Rüstungen können aber auch Erwartungen, die von außen an dich herangetragen haben, sein, wo vielleicht Menschen etwas in dir sehen wollen, etwas aus dir machen, wo du gar nicht erfüllen kannst und auch nicht musst. Das kann in allen Lebensbereichen sein. Und dann hinter Rüstungen kannst du dich eben auch verstecken, weil es tut recht gut, wenn du so einen fetten Panzer hast. Sie können dir so eine Sicherheit vorgaukeln, die aber eigentlich gar nicht ist, weil faktisch lähmen sie dich. Und so möchte ich dich heute fragen, was könnten so falsche Rüstungen sein, wo du gerade in Versuchung stehst, vielleicht auch anzulegen, wo du immer wieder damit kämpfst, mit dir Mut machen, leg sie beiseite, zieh sie ab. Und das, ich kann nicht in jedes einzelne von diesen Leben die Beispiele bringen, das muss ich auch nicht. Ich soll den Geist Gottes aufzeigen. Und darum, leg deine Rüstung an, wie der David das gemacht hat, um in den Kampf von deinem Alltag zu ziehen, um auf den Weidenfeldern zu bestehen, dort brauchst du den Hirtenstock. Und die Hirtentasche und vielleicht die Steinschleudern. Und dann ziehe ich ein, egal wie alt und erfahren oder wie jung und unerfahren du bist. Weil es steht, wo Gott dich jetzt hingestellt hat, dort, wo du stehst auf deinem Lebensweg. Aber geh berufen, mit der Grundberufung und mit dem Ohr für Gott, für die spezifischen Berufungen. Und geh gesalbt in dem Sinn. Und mit einem vertrauenden Herz, glaubensvoll. Nähe zu Gott suchend. Und dann mach dich mit deinen Stärken bekannt. Vielleicht ist das heute der Impuls, um es zu kommen. Mach mal einen Gabentest. Es gibt so viele. Oder ein Persönlichkeitsprofil. Wir haben ein paar Fachleute darunter, die euch dabei helfen können. wo ihr euch kennenlernt, wo ihr wisst, wer ihr seid und was Gott in euch eingeleitet hat. Und dann ist es dann so, einerseits dich zu freuen an dem und dich auch zu versöhnen mit dem. Weil das hat Gott dir zutraut. Und so frage ich, welche Rüstung musst du ablegen, welche erst gar nicht anziehen heute? Welche Verhaltensweisen, welche Sprachen, welche Gesten, welche Erwartungen an dich? Und was darfst du anlegen? Welche Eigenheiten möchte Gott heute ganz besonders nochmal rausrufen bei dir? Dir zusprechen, dich damit ausrüsten, dich damit befähigen. Und dich in deiner Autorität, die er dir gegeben hat, durch seine Salbung da drinnen laufen lassen. Und es sind wahrscheinlich oft die Sachen, die du bei deinem Schafhüten gelernt hast oder am Lernen bist. In deinen Krisen, in deinen verborgenen Momenten vom Kämpfen, vom Leiden, vom Ringen, vom Überwinden. In den Momenten der Gefahren, Angriffe und Nöte, von der Niederlage. Ja, manchmal sogar Dämonen, wo man das Gefühl hat, man kämpft mit ihnen. Von da kommt Autorität, das ist deine Rüstung. Und ich werde jetzt 2 Minuten etwas anhängen, wenn ich darf. Da gehe ich auch off-topic. Das hat mich inspiriert von der Einleitung von Joni. Ich habe keine Ahnung, dass er das macht. Ich glaube, es ist auch für die Kirche so eine Zeit, wo wir glaubensvoll in der Berufung der Kirche vorwärts gehen müssen. Im Moment sind wir extrem in der Gefahr, abgelenkt zu werden. Durch Täuschungsmanöver, durch verschiedene Sachen, die abgehen. Und wenn ich Joni gehört habe, dann hat es etwas in mir geweckt. Und ich predige da zu mir selber. Im Moment habe ich von so keine Lust. Manchmal ist Kirche so mühsam. Im Miteinander, wenn man das Gefühl hat, irgendwie, man sieht es nicht mehr so gleich und es ist mir so das Bild gekommen, vielleicht ist das wie bei dieser Armee an dem Hang. Da steht ein Riesen davor, was es eigentlich zu befinden gibt. Aber man hat wie andere Diskussionen, die man führt.
Und ich glaube, es ist der Moment da, wo wir als Kirche haben, glaubensvoll auf unseren Ruf hören und die anderen Sachen ausblenden. Und dabei meine ich auch auf unsere Bestimmung hören. Und da sind wir wieder bei dem Thema, auf unsere Identität, die wir als Kirche eigentlich sollten haben. Nämlich, dass wir Salz und Licht sind für die Welt. Dass wir berufen sind, eine Stadt auf dem Berg zu sein. Das Bild verwenden wir im Winterthur stark. Wir glauben, das ist eine Zeit, um eine Stadt auf dem Berg zu sein, wo Licht scheint, wo Orientierung und Halt gibt. Und das ist das, was Gott von uns will. Das ist seine Identität, die er uns aufleitet. Und wir können das nicht machen wie andere, sondern mit unserer GVC-Identität und ihr mit eurer GVC Zürich-Oberland-Identität und der Begabung. Und ich will den Ruf einfach hier einplatzieren, zu euch als Church. Laufen glaubensvoll in diesem Ruf. Mit euren Werkzeugen, mit euren Waffen, wenn man es so sagen will. Mit euren Begabungen. Und dann tackelt der Reis, der möglicherweise nicht der Impfbefürworter oder der Impfgegner ist. Sondern der Reis, dass wir für die Welt gewinnen mit der guten Nachricht für Jesus Christus. Ja, und so möchte ich beten, du darfst gerne aufstehen, wo einmal du bist, wenn du möchtest innerlich irgendwie da einen Schritt mitgehen. Und ich danke dir, grosser Gott, dass du ein Gott bist von der Berufung, dass die Berufung aber auch manchmal unscheinbar ist. Und ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest für dort, wo wir in Berufungen etwas Falsches gesehen haben. Wo Berufungen auch vielleicht manchmal, wo so uns angetragen worden ist oder wo das Bild so gemalt worden ist, dass so etwas krass Grosses ist. Und ja, es ist krass gross, aber es ist ein krass kleiner Alltag. Und ich bete, dass du heute Menschen berufst mit dieser Grundberufung, nämlich näher an dein Herz zu kommen, sich an dir auszurichten, sich um dich zu scharen und mit dieser Berufung, dass wir Salz und Licht sind für die Welt, unsere Nächsten lieben, unser Umfeld lieben, dass du uns die Augen öffnest, was das heisst. Ich bete, dass du uns befähigst dazu, das auch umzusetzen, weil manchmal ist es brutal schwer. Und ich will dich segnen mit der Stärke und mit der Fähigkeit, das können so ganz Schritt für Schritt in deinem Alltag zu tun. Ich möchte beten und euch segnen mit der Gabe, dass ihr könnt die Stimme von Gott wahrnehmen könnt. Dass ihr könnt erkennen, wo eure Augen euch am Täuschen sind und wo ihr näher darf an Gott kommen darf. Ich bete auch für Schlüssel, die ihr findet, dass ihr diese Stimme könnt wahrnehmen könnt, spüren, verstehen, innerlich in euch tragen oder eben auch ganz hörbar wahrnehmen. Ich will euch segnen, damit ihr gelehrt und geformt werden in den Niederungen vom Alltag. Und ich will euch segnen mit eurer individuellen Rüstung, mit eurer individuellen Salbung, mit eurer Autorität. Und ich möchte auch einrufen in die GVC Zürich Oberland und in die Menschen, die jetzt hier versammelt sind, im Livestream oder vor Ort, in den Räumen, die da sind. Deine erste Berufung ist das Kind von Gott sein. Und wenn du schon lange vielleicht so ein bisschen auf der Zuschauerperspektive da sitzt oder so ein gewisses Interesse hast, aber nicht so ganz und das auch nicht so ganz weißt, würde ich dich einladen, mach das heute klar. Gott redet dir zu, du darfst mein Kind sein. Gott ruft dich und sagt, folg mir nach. Und wenn du da von Herzen das möchtest, dann mach das mit einem einfachen Gebet. Sag, Jesus, ich will dir nachfolgen, zum allerersten Mal, zum wiederholten Mal. Ich will dich als Herr über meinem Leben. Ich will dich als die Wahrheit, die mir sagt, wer ich bin. Ich brauche dich für meine Unzulänglichkeiten. Ich brauche dich, damit du das voll machst, was ich nicht kann. Dir gehört mein Leben.